Hallo und herzlich willkommen zur 258. Folge der fünften Staffel der Welttournee hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi, das hier ist Yara. Ich habe einen Teil der Nacht jetzt schon rumgebracht, indem ich ein bisschen aufgeräumt habe bei den Nahkampfwaffen, dass das ein bisschen reduziert ist, die doppelten da raus. Haben jetzt aber schon wieder, ich musste zwischendurch schon Werkzeugkits, also Reparaturkits herstellen. Definitiv zu viel davon. Ich würde auch gerne einmal, weil ich gesehen habe, Borisse haben wir auch nicht mehr so viel, einmal Bouncing Borisse herstellen. Das kostet aber Money, aber das ist jetzt nicht ganz so wild. Da haben wir noch genug. Denn Borisse, wo waren sie? Wo waren sie? Wo waren sie? Da muss ich mich verguckt haben. Na gut, jetzt haben wir 22. Ist ja auch nicht weiter wild. Aber wir müssen Parts auf jeden Fall noch loswerden. Und ja, hätte ich auch ohne euch machen können. Aber ich versuche halt möglichst transparent zu spielen. Ich weiß, dass es auch insbesondere englischsprachige State of Decay 2 Spieler gibt, die ihren Zuschauern letztendlich nur das präsentieren, was tagsüber passiert, aber ich meine, die Hälfte der Zeit ist halt Nacht. Naja, vielleicht nicht ganz, wenn man die Dämmerung noch mit rausrechnet, aber so auf jeden Fall 40% ist halt Nacht und ich möchte mich halt nicht dafür rechtfertigen lassen, dass da plötzlich irgendwie hunderte von Toolkits da sind, nur weil ich das halt offscreen mache. Also wie gesagt, drei hatte ich zwischendurch, glaube ich, schon mal gebasteln müssen, weil wir kurz vor Cap waren. Ich werde jetzt halt zusehen, dass wir wieder unter 8000 kommen, dass wir 2000 Luft haben. Denn zu was anderem brauchen wir Parts eigentlich nicht. Und dann gucken wir mal, wie viel Reparaturkits wir dann sagt schon, im Schließfach haben. So, 79, 79. Das ist doch schön. Wie viel? Jetzt haben wir 70 Reparaturkits. Naja, ich denke, wir können Raun rauswerfen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Können wir eigentlich auch verbesserte Toolkits herstellen? Oder müsste man dafür tatsächlich die Werkstatt aufwerten? Was kostet denn die Aufwertung der Werkstatt? Das würde mich ja schon mal interessieren. Und was Computer mit Computer kann man dann ferngezündete Minen herstellen? Mit Elektronik, Solargeneratoren? Oder kann das sein, dass man für die verbesserten Toolkits tatsächlich die, sagt schon, die Autowerkstatt braucht? Ja, kann gut sein. Also verzichten wir auf die Aufwertung. So, wir wollten aber looten gehen. Dafür hatte ich auch die gute Ciara schon ausgerüstet. Denn es ist Nacht. Und in der Nacht. Netzwerk. Da könnten wir auch hinfahren. Aber hier war sehr, sehr viel Ekliges unterwegs. Das hatten wir in der letzten Folge noch gesehen. Da ist auch noch ein Koloss drin. Das heißt, da durchzukommen könnte schon ein bisschen schwieriger werden, zumal da auch Aufgeblähte überall sind. Brauchen wir den Einfluss? Wir haben 7200. Nee, ich habe keine Lust, mich mit denen anzulegen, ganz ehrlich. So, als erstes würde ich gerne ins Chang Dynasty Restaurant. Don't think that's gonna happen. Und wir werden Mama Fratellis jetzt aufgeben. Nothing kicking in here. Denn im Endgame wird dieser Stromaußenposten keinen Bestand haben. Der wird hier oben sein. Das heißt, wir brauchen hier was und dementsprechend wird das hier Alright, we beansprucht got a new jetzt. outpost ready for business. But honestly, I see how a bit more work might be a good idea. Frischer Seifenriegel. Überleben heißt nicht, dass man stinken muss. That's it. So, dann können wir das hier nämlich auch gleich zum
Ablegen des Lootens verwenden und du kannst auch aufgewertet werden. Und jetzt sind wir in der Situation, dass ich das, dass ich den Einfluss doch wieder brauchen könnte von der Quest. Ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Seems all settled now. Noch ein Toolkit. Ja, das Spiel weiß, was wir brauchen. Die Bloater würde ich gerne mitnehmen. Hier kann ich die Formel. Und zwar bevor die vom Wachturm aus erschossen werden, denn es gibt ja Einfluss. Den muss man ja nicht umkommen lassen. So 71 Toolkits. Also ab sofort machen wir den Kofferraum voll mit wenigstens 6 Toolkits. Und dann können wir auch vorwärts durch die Zombie-Horden fahren. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist weg. Hörst du mal auf, dagegen zu kloppen da? Also das ist wahrscheinlich der letzte Zombie der Horde, der vom Wachturm aus nicht erledigt werden konnte, weil er einen Helm trägt. So, dann helfen wir da mal kurz. You know what I like about bloaters? The way they remind me of this asshole I knew in high school. Fuck that guy. I see another freak lurking around. Ja, ich weiß, das ist echt so eine komische Angewohnheit, ne? Wenn es dunkler wird, bin ich konzentrierter und werde leiser damit. Wenn ich Auto fahre, bin ich konzentrierter, werde leiser. Wenn ich schleiche mit dem Charakter, bin ich konzentrierter und werde leiser. Und das ist eigentlich keine gute Kombination, wir müssen sowieso mit dem Packsack zur Basis. Keine gute Kombination, um ein kommentiertes Gameplay zu machen, ne? Aber ja. Jetzt habe ich ja mit dem Erzählen darüber zumindest diese Lücke gefüllt und ich hoffe, ich war auch von der Lautstärke gut genug. So, das sind Lebensmittel. Wie sieht's denn aus? Dann schmeißen wir hier halt wieder die Wandlung in Ethanol an. Da kennen wir. Oder sollen wir mal Whisky machen? Nee, aber Whisky braucht Ethanol. Wir könnten Kraftbier brauen. Kostet auch 3 Lebensmittel. Machen wir doch das mal. Da wir da am Cap sind, müssen wir nochmal irgendwas herstellen. Produziert 1 bis 3 Kisten mit Samen für 3 Lebensmittel. Nee, da mache ich mir lieber ein bisschen Kaffee, danke. Ja, auch eine hübsche Küche an sich. Hier die Teller, das scheint so eine Art Kantine dann gewesen zu sein, hier in dem Eckbüro. So, wo wollen wir jetzt hin, Palzi? Mich interessiert, ja, hier gibt's Goodies und dann natürlich da drüben. Ich mach erstmal vorne weiter, wenn da kein... machen wir auch. Da sind auch noch 2 Goodie-Locations. Und dann machen wir wieder ein bisschen leiser. Leiser, Minelli. Kennt wahrscheinlich keine Sau mehr. Also nicht, dass ich euch als Säue betrachte. Auf gar keinen Fall. Aber das ist ja so ein... Umgangssprache. Das kennt doch keine Sau mehr. Okay, dann gucken wir den nächsten auch noch. Da müssen wir von der Ecke raus rein. Das heißt, jetzt sind wir in der Situation, aufpassen zu müssen. Da war Dackel. Snackjäger. Sounds like someone's in a bad way. Und
Oh, können wir schon gar nicht mehr hier. Snackjäger, ein Freak in der Basis. Da ist der Dackel. Du auf jeden Fall schon mal. Und ich glaube, ich will hier weg. Bande, das ist gar nicht gut. Ja. Ja, weg da, Ciara. Das sind sogar viele. Rauf auf Lad. Ich wollte nicht in die Basis rein. Das war... Die hätten uns auch alles schön zerlegen können hier. Wo ist denn der Letzte? Küss auf jeden Fall mal ein. Küss ein. Und ich glaube, da war der letzte Dackel tot. Wo kommst du denn her? Oder ihr sogar? Na, das war jetzt kalkuliert. Noch ein bisschen Schaden in Kauf nehmen. Um wirklich... zur Basis zurückzukommen und nicht das Leben der anderen letztendlich zu riskieren. Denn vier Dackel hier in der Basis, das... ich meine, ich wusste nicht, dass es vier sind. Ich wusste, dass es wenigstens zwei sind und zwei bedeutet mindestens drei. Ne? Das ist halt, ja, die üblichen Dackelaktivitäten, sag ich da mal. So, wenn du ein bisschen Feuer einpackst, das sollte reichen. Dann kannst du deinen Vorrat hier wieder aufstocken. Nimmst noch, nimm mal die, wo haben wir denn schwache Schmerzmittel? Kannst davon einen verwenden, das wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Nimm davon mal einen noch und dann könnte das hinhauen. Und dann fahren wir zum Freak in der Basis. Boah, das sieht doch gut aus. Theoretisch könnten wir sogar noch die Seuche wegheilen, jetzt eben für einen Punkt. Aber kann da so viel passieren? Ja, man weiß es nicht und wir haben genügend. Nee, das war falsch. Die Krankenstation war ja draußen. Die haben wir ja hier gebaut. Medizinische Hilfe, Infektionstherapie, eine Seuchenprobe, alles wieder gut bei Ciara. Kannst du ein bisschen weitermachen. Das sollte ja eigentlich auch ihre Folge hier werden. Und dann fahren wir jetzt hoch zum... Da fahren wir hin zu den Snackjägern. Freak in der Basis. Rückwärts hinfahren, falls der Dackel kommt. Das war der Dackel. Müssen wir drinnen was tun oder kommen die klar? Dem scheint ja nicht so zu sein. Können wir hier irgendwie helfen? Da ist ein Zombie jetzt im Gehege. Nee, der war zu schnell weg gerade. 18 Sekunden. Ich würde sagen, wir können durchaus mal aussteigen.
Da sehe ich doch schon mal an. Dann gibt's Mim und Rest hier. Ich wollte doch eigentlich mit der Armbrust schießen, Mädchen. So, ist jetzt mal Ruhe hier. Snackjäger. Wen haben wir denn da? Sandra. Also erstmal handeln. Also sie sind verbündet. Was stellen die denn für einen Bonus? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Theater und Abendessen, das ist Moral und Lebensmittel. Da können wir ja gleich mal kontrollieren, wie viele Lebensmittel sind das. Das ist 1. Und bei der Moral, die Snackjäger. Tai hat kein Bett. Da, plus 8 Moral, das ist ein sehr, sehr schöner Bonus, muss ich ja sagen. Was habt ihr denn, wenn ihr keine Snacks habt, die nach Turnsocken riechen, dann ist alles gut. Aber wir brauchen nichts, was mich interessiert. So, Sandra, Infos über dich. Das ist alles okay. Völlig neutrale Person. Hier mal auf und zu. So, dann wollen wir hier mal hinlaufen. Grubengeschreie unterbinden. Dann aber schnell rein, damit die mitarbeiten können. So, Sandra hatten wir schon. Jakers. Ein Handwerker. Ja, du darfst hier bleiben. Und dann haben wir hier noch Kimberly. Auch leer. Das heißt, 2 leere. Da könnte man tatsächlich, wenn die gut genug sind, irgendwas Schönes mit zurechtbasteln. Die haben nicht zufällig irgendwie einen Verband oder so zum Handeln gerade gehabt? Nee, nicht das. Wir wollten handeln. Ach, davon. Dann bitte einen von kaufen und auch gleich verwenden. Hast dich ja ein bisschen beißen lassen. Ja, aber wie gesagt, sehr starker Bonus. Wie heißt der? Bonus, Theater und Abendessen. Psst, nicht zu laut sagen. Sonst kommt Madame auf die Idee, dass sie ins Theater möchte und anschließend oder vorher Abendessen. Aber Madame guckt das hier sowieso nicht, das weiß ich. Also da räume ich jetzt doch mal auf. Und das geht mir gegen den Strich, weil wir hier gerade am Üben sind. Und es scheint auch wieder heller zu werden. Das heißt, nächste Folge können wir anfangen, uns um Ditchwater zu kümmern. Ja, hattest du. Das brauchen wir ja nicht zum Looten. So. Genau, er schießt. Aber das Problem bei dem Wachturm oben ist, der ist halt extrem hoch, ne? Denn das ist ja praktisch zweites Obergeschoss, das Dach. Und die treffen aufgrund des Winkels häufig nicht. In der Basis irgendwas zu machen. Ich glaube nicht. Nö.
Das heißt, wir können jetzt hier das Octavia Café leer machen. Seems quiet enough now. All right, I've poked through the place. Wanderrucksack. Und hier hatten wir Feuercracker, ja, dann ist das Wichtigste überhaupt. Was war das für ein Geräusch? Chang Dynasty Restaurant. Vielleicht heißt die Folge sogar Chang Dynasty Restaurant, muss ich da ans. There's a plague bloater. Ja, gehört habe ich ihn auch schon. Hier eigentlich rauf? Ja, kommt man. Kann man das noch lesen mit Chinese Cuisine? Das unten könnte Dynasty sein und das oben tatsächlich Chang. So, dann aber weiter jetzt. Wo ist denn hier der Bloater? Man weiß es nicht. Zieh mal lieber die Rübe ein. Und dann ab zur Polizeistation. Dann so einen Munitionspacksack könnten wir ja brauchen. Wir haben ja Borisse hergestellt, die wir nicht benötigt haben. So, dann einmal. Schön durch. Hier sind wir eh schon gerade dabei, dann fangen wir an zu looten hier. Snacks. Zivile JL haben wir auf jeden Fall, können wir gleich wieder verwerten. Schalldämpfer. Warte mal, um mehr abtransportieren zu können, kannst du wieder gerade mal anbringen. So, wir wissen ja noch nicht, ob wirklich leer ist. Besser weiter schleichen. Da haben wir Kraftbier gebraut. Wie sieht's aus? Wir machen aber immer noch, ja, wir machen Lebensmittel. Wasser läuft noch 24, dann machen noch mal Kraftbier. Können wir Party feiern. Jetzt einen hinter die Binde kippen. Schön voll das Inventar. Da ist der Packsack. Ach da. Seifenkriege. Jetzt sind wir voll. Ich würde aber trotzdem noch die letzten Gebiete mitnehmen wollen. Seems all settled now. Bevor wir das Zeugs jetzt eben zurückbringen und wieder herkommen. I gotta be ready to dodge that barrel if it charges. Wer ist denn da draußen? Ach, diesmal ist es Ron. Also die haben irgendwie ein Problem in der Basis. So, und du kannst transferiert werden. Müssen wir kurz ausrüsten, dann den Mod wieder entfernen und dann kann das auch wieder rein und wir können zurück, um mehr zu looten. So, die letzten Container waren hier.
worthless. I've checked out all the nooks and crannies. Das war das. Dann machen wir da jetzt weiter. Und zwar hatte ich hier eben gesehen, da hat's geleuchtet. Und das können wir ja nicht tolerieren. Goodies, die in der Gegend rumliegen. That's gonna slow me down. Ja, ja. Ach, naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Kommen wir hier rüber? Ja. Ach, schmeiß rein. Weg damit. Wie viel haben wir denn zu viel? Wir sind genau am Cap. Dann nutzen wir doch einmal die Möglichkeit an dem Lager, war das ja, ne? Um aus drei Materialien 15 Parts zu machen. Ja. Wahnsinn. Aber mir fällt echt nichts Besseres ein. Was kann man denn noch mit Parts, mit Materialien herstellen? Das ist hier alles Muni. Ja, Armbrustbolzen, aber da haben wir auch 1200 von. Hier, bevor es weg ist, mach einfach. I see one of those mutated juggernauts. That's gonna slow me down. Ja, der wiegt. Das war klar. Was war das? Ein paar Würfel. Verdiene Geld oder entscheide über Schicksale. I guess we're safe to look around. Mehr Parts heißt mehr Reparaturkits und jetzt sind wir auch schon wieder voll. Können wir eine noch? Ja, eine Tour machen wir noch. Dann ist das hier schön gelootet. Dann gegenüber noch die Bibliothek. Vielleicht fahren wir da auch, gehen wir da auch eben noch hin. Ja, es wird jetzt aber schon ein bisschen enger. Ne? Müssen wir hinter. Schriftliche Überreste. Als ich noch klein war. Ach, der Aufsatz von Emily. Hieß sie Emily? Ja. Sie möchte Polizist werden wie ihr Vater. Wie viel haben wir denn noch? Zwei. Dann gehen wir mal gucken. Kann nicht sein, dass wir hier was zurücklassen. Niemand und nichts wird zurückgelassen. Aber hier können wir noch ein paar Bücher herholen, die wir nicht brauchen, weil wir alles haben. Ja, aber wenn man halt bestimmte Fähigkeiten sucht, hier kann man sie herbekommen. Mit ein bisschen Glück. Das ist ja immer random. Da habe ich einen Bloater. Ah, wir sind noch nicht voll, weil die Chemikalien gestackt haben. Das ist ein Medizinbuch. Vielleicht stecken. Also ich mache das hier jetzt auch noch leer. Wenn. Das ist ein Kochbuch, das steckt. Okay, I've seen what there is. Das ist ein Versorgungsbuch. Achso, das kann ich nicht nehmen, weil ich keine Wunden habe. Na, kann man halt auch verkaufen. Ich weiß gar nicht, was die bringen. Ich glaube gut 100 oder so. Bei dem weiß ich nicht, ob wir das mit der Community schon haben. Und wir wollen ja schließlich alles haben. Das heißt, wenn wir was zurücklassen, dann das da.
laufen wir hinter denen lang zurück zur Basis. Und dann haben wir noch Lowell gut leer gemacht eigentlich. Da sind noch was, aber da gibt es halt auch Materialien, die brauchen wir nicht. Hier wäre noch ein Haus. Da eine Tanke, aber die Tanke können wir immer noch machen, wenn wir am Ende dann über die Karte eiern und Enklaven auflösen. Geh mal in die Hocke, nicht, dass die hier runterkommen und du sie triggerst jetzt. So, dann alles rein. Kannst deine normale Waffe wieder haben und dann... du hattest die 56er mit 101, genau. Dann kurz kontrollieren. Montierhebel reparieren. Und dann werde ich zwischen den Folgen einen Blackheart-Squisher ausrüsten und dann geht's beim nächsten Mal auf nach Ditchwater, damit wir da mal einen Fuß in die Tür in Anführungszeichen bekommen. Ich hoffe jedenfalls, dass diese Folge euch gefallen hat, ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und würde mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalasst. Bis dann, euer Palzi.